Meine liebe Freunde, ich bin mit neuer Arbeit, mit Kinderpolo, schauen Sie, so wunderschöne Polo, hier ist Krage, auch kleine Tasche, so, gehen wir zum Tisch, Polo. Polo habe ich gestrickt mit Rest von meiner Wolle. Ich habe gefunden, welche Wolle einfach und habe gestrickt. Weiter in meinem Video ich erzähle, wie ich habe gestrickt, was ich habe gemacht, wie ich habe gestrickt diese wunderschöne Krage. So, und Sie können auch mehr größere Polo stricken, wenn Sie wollen. Oder Sie stricken gleiche wie ich habe gestrickt. Das ist Ihre Entscheidung. Schauen Sie einfach weiter Video wegen dieser Polo. Ich erzähle alles. Ja, ich habe hier gestrickt mit Schulterreglan. Hier ist Schulterreglan. So. Und ich zeige natürlich noch in neue Video, ich zeige dann, wie wir stricken einfach von oben nach unten Polo, schon von Krage, ich meine von Krage wir stricken hier, ich habe gestrickt auch von oben nach unten, aber ich meine, wenn ich stricke Krage und dann ich stricke weiter schon Polo, das ich zeige auch, aber jetzt ich zeige nur diese Polo, welche Sie haben jetzt gesehen. Okay, schauen Sie weiter Video. Viel Spaß. Meine Liebe, wie ich habe versprochen, wir stricken Polo. Polo für Junge. Ich stricke für meine Enkelkind. Und Sie müssen holen Hilfefaden und zusammen mit Hilfefaden anschlagen 72 Maschen, ja, vielleicht Sie haben andere Zahl, weil Sie müssen auch wissen, einfach Halsumfang, ja, bei mir, das ist 72 Maschen, ich stricke für 4 Jahre, wann Sie stricken gleiche, vielleicht Sie können auch gleiche Zahl Maschen haben, so für 3 Jahre, das passt auch, ja, das wird ein bisschen zu weit, aber trotzdem wird schön. So, wir haben 72 Maschen. Wir haben 7 Maschen, das ist für Bienchen. Dann geht 12 Maschen halb Vorderteil. Dann 4 Maschen, das ist unsere Schulterraglan, wir stricken Schulterraglan, dann 26 ist Rückenteil, 4 Maschen wieder Schulterraglan, 12 Maschen halb Vorderteil und 7 Maschen wieder Bähnchen. So, ich habe schon alles hier eingeteilt und ich habe eine Reihe gestrickt, dass ich kann teilen meine Maschen und alle Maschen ich habe als rechte Maschen gestrickt. So, und jetzt ich stricke an linke Seite anfange. Schau mal, erste, wir stricken jetzt mit kurzer Reihe. Zum ersten mit kurzer Reihe und Zunahme, wir machen immer neben Schulterraglan-Linie. Wir haben 4 Maschen. Schauen Sie, ich stricke zum ersten, erste Masche, das ist unsere Bähnchen. Ich stricke eine rechte, eine linke. Und das wird an linke Seite dann, ich würde anfangen mit einer linke so. Erste stricke nicht, dann linke, rechte, linke, rechte. Okay?
So, habe ich 7 Maschen. Dann weiter geht halb Vorderteil. Strick mal. Ich stricke alle Maschen, linke Maschen, 12 Maschen ich stricke. Okay. So. Unsere Aufgabe, dass wir kommen zum unsere Rückenteil und dann wir spielen hin und her mit alle Maschen, ja? So. Das ist 4 Maschen. 4 Maschen hier. Ist Raglan Linie. Ja, machen wir Zunahme. Stricken wir diese 4 Maschen. Machen wir dann Nachmarke wieder Zunahme. Und stricken wir Rückenteil. Bis nächste Raglanlinie oder wie ich sage Schulterraglanlinie. Schulterraglanlinie. So, wir stricken alle Maschen von Rückenteil, 26 Maschen. Und jetzt wir stricken hin und her mit kurzer Reihe. Bevor Schulterraglanlinie Umschlag, dann wir stricken nur 2 Maschen, nur 2 Maschen. Drehen unsere Arbeit zurück. Und stricken wir jetzt zurück. So. Und stricken wir auch diesen Umschlag, was wir hatten hier, mit verschränkter Masche. Danach wir machen bei beider Seite, bei rechte und bei linke Zunahme, aber das ist Anfang. Muss man ein bisschen stricken ohne. Nur an einer Seite, ja? So. Hier, wir hatten auch einen Umschlag. Stricken wir diesen Umschlag. Und stricken wir nur 2 Maschen. Drehen unsere Arbeit um. Und stricken wir zurück. Erste Masche, wir haben doppelte Masche. So, wieder Umschlag. Und alle Maschen von Rückenteil. Ich zeige alles, dass Sie verstehen besser, weil das immer Probleme. Manche verstehen nicht und dann fragen, warum sie zeigen nicht ohne Stopp, ja? Warum sie stoppen und dann zeigen nur bisschen, das geht nicht. Okay, ich zeige jetzt so, wir kommen zum Schulterraglanlinie. Machen wir bevor Marker einen Umschlag. Stricken wir alle 4 Maschen von Schulterraglanlinie. Wir haben letztes Mal nur 2 gestrickt. So drehen unsere Arbeit um. Zurück. Und stricken wir zurück wieder. Umschlag, wir stricken.
So. Alle Maschen von Rückenteil. Umschlag stricken wir. Und auch diese Seite, wir stricken 4 Maschen Schulterraglanlinie. Wir haben nur 2 gestrickt und jetzt 4. So, drehen unsere Arbeit an linke Seite wieder und stricken wir wieder zurück. Zuerst so, Masche stricken nicht, machen wir so wie doppelte Masche wir bekommen und stricken zurück. 4 Maschen wir haben gestrickt, ja. Dann machen wir Umschlag, stricken alle Maschen von Rückenteil. Und jetzt wir stricken Differenz zwischen Rückenteil und Vorderteil. Bevor Raglanlinie, wir machen Umschlag, stricken 4 Maschen von Schulterraglanlinie, doppelte Masche, wir stricken auch, machen wir Umschlag und jetzt wir stricken unsere Halbvorderteil. Wir holen nur 3 Maschen von einer Seite, dann 3 Maschen von anderer Seite. Dann wieder 3 Maschen, dann 2, 2, 2. Okay? So, wir holen jetzt 3 Maschen. 1, 2, 3. 3 Maschen haben wir geholt. Wir gehen jetzt zurück. Und jetzt machen wir schon zweimal Umschläge. Ja? Wir haben nur an linker Seite Umschlag gemacht. Jetzt machen wir auch an rechter Seite. Ja, das. Warten Sie. So, wir stricken jetzt zurück. Ja? Schauen Sie, erste Masche strickt man nicht, bekommen doppelte Masche. So, hier ist Umschlag. Stricken diese Umschlag und machen wir noch einen Umschlag wie Masche. Stricken wir dann 4 Maschen von Schulterraglan. Jetzt machen wir wieder noch einen Umschlag. Nächster Umschlag stricken wir auch. So, und alle Maschen von Rückenteil wir stricken bis nächste Schulter Raglan. Und wir holen jetzt 3 Maschen von anderer Seite auch. So stricken diese Umschlag und machen noch eine dazu. Ich mache so wie eine Masche, luftige Masche so. Und stricken wir dann weiter Raglan
Schulterglanlinie 4 Maschen. So, hier ist doppelte Masche, dann stricken wir auch. So. Wir machen eine luftige Masche, stricken wir weiter unsere Umschlag und holen nur 3 Maschen. 1, 2, 3. Gehen an linke Seite. Und jetzt stricken wir weiter an linke Seite und wieder machen wir Umschläge. Schauen Sie, erste. So, stricken wir alle Maschen, was wir haben da. So, und machen wir wieder eine dazu Masche. Stricken wir 4 Maschen von Schulterglan. Wieder nach Schulterglan eine luftige Masche. Stricken wir wieder weiter. Alle Maschen von Rückenteil. So, wir stricken langsam unsere Differenz zwischen Rückenteil und Vorderteil. Wir haben einmal 3 Maschen geholt, ja, von einer und von anderer Seite. Jetzt wir holen nochmal 3 Maschen. So, wir sind neben Marke. Machen wir wieder bevor Marke eine luftige Masche. Stricken dann 4 Maschen von Schulterraglan. Nach Marke machen wir wieder eine luftige Masche, dass wir bekommen noch eine dazu Masche. Ja. Und dann stricken wir wieder bis doppelte Masche. Hier ist doppelte Masche, stricken wir diese doppelte Masche und holen 3 Maschen ein. 2, 3. So, drehen unsere Arbeit an rechte Seite und stricken wir wieder zurück. So, wir sind an rechte Seite und stricken bis Marker. Bis Marker wir stricken. So, bis Marke und wieder einen Umschlag oder noch einfach eine Masche dazu stricken. So, dann stricken 4 Maschen und wieder gleiche. Wir müssen wieder stricken. Dazu eine Masche und weiter alle Maschen von Rückenteil stricken. So, alle Maschen von Rückenteil wir haben gestrickt. So, letzte. Und jetzt machen wir wieder dazu eine Masche. Stricken wir 4 Maschen von Schulterglan und dann stricken wir hier schon. Wieder machen wir dazu eine Masche und stricken wir nächste. Bis doppelte Masche. Bis doppelte Masche. Wann wir haben doppelte Masche, dann doppelte Masche. So, hier ist doppelte Masche. Okay? Und wir müssen holen dann von dieser Seite auch nur 3 Maschen. 1, 2, 3. Und gehen wir wieder an linke Seite und stricken wieder an linke Seite. So, und vergessen nicht, dass wir müssen wieder
Zunahme neben Marker machen. Okay. So. Und machen wir einfach Zunahme. Stricken wieder Schulterplanlinie 4 Maschen. Zunahme nach Marker und stricken wir diese alle Maschen von Rückenteil. Wir stricken bis wir kommen zum Marker. Nächste Schulter. Nächste Schulter und hier alles wächst. Ja? So. Wieder bevor Marker, wir machen eine Masche dazu, stricken 4 Maschen und nach Marker wieder dazu eine Masche und stricken bis, wie ich habe gesagt, bis doppelte Masche. Jetzt wir müssen nur 2 Maschen holen. So, doppelte Masche, haben gestrickt und hole nur 2 Maschen. 1, 2. So, sehen Sie, wir haben letzte 2 und nochmal 2, ja. Dann, wir sind an rechter Seite und jetzt wir stricken wieder zurück und neben Marke wieder wir machen. Zunahme, nach Marke Zunahme, neben jeder Marker, ja? So wir stricken unsere Schulter. Ich schreibe jetzt, dass Sie verstehen, in jede Reihe. Schauen Sie, wir stricken hin und her jetzt. Und machen Zunahme neben diese 4 Maschen, wo sind unsere Marke von beider Seite, ja. Wir machen immer an linker Seite und an rechter Seite immer Zunahme, bis wir sind fertig mit dieser kurzen Reihe. Wir haben 2 Maschen geholt, jetzt wir holen nochmal 2 Maschen von anderer Seite, bis wir haben alle 2 Maschen, alle diese Maschen, nur wir haben dann Bändchen, 14 Maschen, 7 von einer Seite und 7 von anderer Seite. Und dann wir stricken schon hin und her. Ich sage und zeige, wie. Bitte vergessen Sie nicht, neben Raglanlinie, neben Marker, bevor Marker, wir machen eine Zunahme, dann stricken wir 4 Maschen. Zwischen Marke, nach Marke wieder eine Masche dazu und weiter alle Maschen, was Sie haben für Rückenteil. Sie stricken bis nächste Marker und dann machen Sie wieder Zunahme. Bevor Marke und nach Marke und dann stricken wir bis doppelte Masche. Ich bin neben doppelte Masche, stricke diese doppelte Masche und hole nur 2 Maschen. 1, 2, drehe meine Arbeit an linke Seite und wieder gleiche. Ich stricke wieder zum nur doppelte Masche, neben jedem Marker. Ich mache Zunahme und hole danach nur 2 Maschen. Ich bin bei doppelter Masche. Schauen Sie, wir haben danach nur 4
Maschen. Wir holen jetzt 2 Maschen, dann wir gehen in andere Seite, wiederholen 2 Maschen, dann kommen wir zurück, holen diese 2 Maschen, dann nochmal 2 Maschen und dann wir treffen uns. Aber vergessen Sie nicht, neben jeder Marker, Sie machen Zunahme. Bitte, alleine, das ist nicht so schwierig. Hin und her stricken und machen Zunahme neben diese 4 Maschen, was Sie haben, ja, und von beider Seite und dann schon Schulter bei uns fertig und wir stricken weiter. Differenz zwischen Vorderteil und Rückenteil, wir haben schon gestrickt hin und her mit kurzer Reihe. Manchmal sie fragen mich auch, für was wir brauchen diese Differenz zwischen Vorderteil und Rückenteil. Ich muss sagen, heute ich war im Fahrmarkt und eine Frau war auch zum Einkaufen und ich habe gemerkt, die hat schöne T-Shirt gestrickt, ja. Ich muss sagen, wunderschöne T-Shirt, auch sehr schöne Wolle, die hat. Aber man sieht, wie Rückenteil ist kürzer als Vorderteil, ja, weil die hat nicht gerechnet, diese Rückenteil und Vorderteil so, dass Rückenteil ist mehr höher als Vorderteil. Verstehen Sie? So, und dann, wenn man sieht so, dann ist wirklich komisch, dann man denkt, oh Gott, die hat gestrickt, alles richtig, alles perfekt, nur diese Moment, die hat keine Differenz zwischen Rückenteil und Vorderteil. Und natürlich, die hat alle ihre Rückenteil dann oben, ja, so, das war nicht schön. Glauben Sie mir. Drum, ich zeige euch, dass Sie lernen, wie richtig zum Stricken. So, meine Liebe, wir haben schon gestrickt. Unsere Schulter, das ist unsere Schulter, kleine Schulter, ja. Was wir machen jetzt? Jetzt von dieser Schulter, wir stricken einfach weiter Ärmel. Und wir machen Zunahme schon innere Seite. So, jetzt ich zeige, wie wir machen das. Schauen Sie. Strick mal einfach bis unsere diese 4 Maschen, was wir haben. Ja, so. Ich stricke meine Bändchen. Eine linke, eine rechte. Eine linke, eine rechte. Ja, so. Habe ich was da? So, Bändchen habe ich gestrickt und jetzt weiter. Wir stricken halb Vorderteil. Manchmal auch bei Facebook, meine Jenny, die kommt und zeigt mir, Mama, schauen Sie, ist nicht schlechte Arbeit. Ja, ich sage, ich bin auch nicht perfekt vielleicht mit manchen Sachen. Und ich sehe sofort, keine Differenz ist gestrickt. Ja, keine Differenz. Das ist sehr schlecht. Glauben Sie mir. So, eine Masche. Das ist unser Umschlag von letztem Mal. Wir stricken jetzt so. Schauen Sie. Marker weg. Eine Masche. Wir holen von halb Vorderteil. So stricken wir diese Masche, wir stricken als rechte, machen wir dann Umschlag und stricken 1, 2, 3, 4 unsere Maschen, dann machen wir wieder Umschlag, wieder Marker weg, eine Masche wir holen von Rückenteil und jetzt das wird unsere Ärmel. Das wird unsere Ärmel. Wir stricken dann weiter Rückenteil. So, bis nächster Marker. Okay? Und treffen uns bei nächster Marker. So,
Wie Vormarker, eine Masche. Das ist Umschlag egal, aber das ist wie eine Masche. Markerweg. Strickt man diese Masche. Moment, ich wollte Marker anziehen. So, strickt man diese Masche. Mach mal Umschlag. Okay. Und strickt man vier Maschen. 1, 2, 3, 4. Mach mal Markerweg, mach mal auch Umschlag, stricken diese nächste Masche und Marker. Und jetzt stricken wir halb Vorderteil, komplett. Und dann stricken wir zurück. Okay, und jetzt wir machen immer neben diese Marker, ja, geht Marker, dann eine Masche und dann noch Umschlag. Okay, an rechter Seite wir machen immer Umschläge, an linker Seite wir machen keine Umschläge. Okay, wir stricken jetzt zusammen. Ich stricke mit euch zusammen, dass sie verstehen besser. Und dann sie stricken schon alleine. Dann sie müssen stricken alleine. Einfach weiter. Bis ihre Armausschnitt ist fertig. So, letzte ich stricke als rechte. So, an linke Seite gehen wir. An linker Seite, wir stricken jetzt alle Maschen so, wie wir sehen. Bähnchen. So. Halb Vorderteil. An linke Seite, wir machen keine Umschläge, keine Zunahme, wir machen nur an rechter Seite. So, Marker, Umschlag, wir stricken auch als linke Masche. Okay, verschränke linke Masche. Schauen Sie, so, und dann alle Maschen von Rückenteil. Und dann nochmal, ich zeige an rechter Seite, wie wir machen Zunahme. Und dann, sie stricken schon alleine. Dann ich zeige auch, wie wir machen Bähnchen zusammen. Auch muss man nicht vergessen, machen eine Loch an Bähnchen, ja. Das wir haben für unsere Knöpfe. So, wenn Sie wollen Druckknöpfe, natürlich, das ist ganz andere, aber brauchen keine Loch Sie. Aber wenn Sie wollen einfache, normale Knopf, dann wir brauchen auch Loch für Knopf, ja. Das muss man auch denken. So, Marker. Alle Maschen stricken als linke Maschen. Umschlag auch verschränke linke Masche. Wir stricken. So. Kragen, ich zeige auch später, wenn wir sind schon fertig, dann ich zeige, wie wir stricken Kragen. Natürlich, wir kommen zurück zu diesem Moment und dann ich zeige alles, weil wir haben hier Hilfefaden. Wir machen diese Hilfefaden weg dann und stricken Kragen.
Und ich zeige, wie wir stricken diese Krage. So, letztes Rechte. Jetzt, meine Liebe, wir sind an rechter Seite. Und ich zeige auch, wie wir machen Zunahme, okay? So. Bündchen. Immer schon erste, schon ja. Erster Knopf, dann muss man an dieser Seite schon ein Loch machen, ja. Zwei zusammen einfach stricken und Umschlag machen dazu. So. So. Ich zeige nur, dass Sie verstehen, wie Sie machen Zunahme für Ärmel. Schauen Sie, Marker anziehen, stricken eine Masche, machen wir dann Umschlag und stricken bis Marker eine Masche lassen. Ja? So, eine Masche bevor Marker, Umschlag, dann eine Masche haben gestrickt, Marker und weiter. So, haben Sie verstanden, ja, wie Sie machen dann Zunahme, innere Seite und dann wächst Ihre Ärmel hier. Wir machen das immer an rechter Seite, an linker Seite, wir stricken diese Umschläge, okay? So, und Bändchen, Sie stricken so lang, wie lang Sie wollen. Ich würde bestimmt so 11, 12 cm lang stricken. Und auch, vergessen Sie nicht, wir stricken für Junge. Dann muss, ja, dann muss an linke Seite, dann ist unsere Loch. Und an rechter Seite, dann wir haben Platz für Knöpfe. Okay, so stricken Sie weiter alleine. Das ist nicht schwer. Ich denke, Sie haben schon verstanden, wie wir machen Zunahme. Nur zwischen Marker, nur innere Seite. Dann wir stricken so lang, wie lang Sie brauchen. So, das ist unser Armausschnitt. Jetzt wir formieren Armausschnitt und das ist bei jedem Kind. So muss ich zeigen. Jetzt ich zeige, dass Sie verstehen besser. Okay. Jetzt wir haben das gestrickt und jetzt wir stricken diese Teil. Schauen Sie. Wir stricken diese Linie und Armausschnitt. So, wir stricken diese Linie. Wir stricken nur hier plus plus, ja, hier nur Zunahme. Innere Seite. Okay? So, wir machen. Machen Sie weiter alleine, dann treffen wir uns wieder. Ich wollte kurz zeigen, wie ich habe versprochen, wie wir stricken zwei Bändchen zusammen. So, schauen Sie, wie wächst unsere Ärmel. Das ist Ärmel hier. Wir stricken weiter. Aber jetzt, ich zeige, wie wir stricken Bändchen. So, wir haben kleines Loch, beide, so eine und zweite. Auf linke Seite, drum wir müssen rechte Seite anziehen mit alle Maschen, so 7 Maschen anziehen, einfach mit Hilfe Stricknadel, weil wir stricken weiter jetzt, schauen Sie, und dann wir legen linke Seite an rechte und stricken zusammen.
Einfach strickt man zusammen. Jetzt. So. Zwei Maschen zusammen. Erste von einer Stricknadel und andere von zweiter Stricknadel. Und alle diese zwei Maschen, wir stricken mit einer rechten Masche. Und dann wieder. Nächste zwei Maschen zusammen. Nächste zwei Maschen zusammen und alle rechte. Wir stricken nicht mehr 1 zu 1. Wir stricken ganz normal mit rechten Maschen. So. Fertig. Und jetzt wir stricken einfach in Kreis. Wir stricken weiter, schauen Sie. So, wir stricken einfach weiter, zwei Bändchen schon zusammen, schauen Sie. Schön. Sehr schön, ja. Dann, ich mache hier einfach zwei Knöpfe. Und jetzt stricken wir weiter unsere Ärmel, wie lang sie brauchen, so wie lang sie brauchen ihre Ärmel, ihre Armausschnitt. Und dann wir teilen Ärmel separat an mit Hilfsfaden und weiter stricken Körperteil und natürlich unter Ärmel. Wir machen dann paar drei, vier Maschen unter Ärmel, so luftige Maschen wie immer. Und jetzt stricken wir einfach weiter und vergessen nicht, jede zweite Runde wir machen Zunahme von beider Seite, wie wir haben jetzt schon gestrickt. Ja, eine Masche, Marker, eine Masche, Zunahme, dann alle Maschen von Ärmel und eine Masche bevor Marker wir lassen, wieder Zunahme und Marker. Ja, so stricken Sie weiter alleine bitte. So, meine Liebe, jetzt wir stricken endlich Krage, ja. Ich kann nicht richtig malen. Ich male so, wie ich male. Schauen Sie, jetzt wir stricken Krage. Ich will was zeigen auch. Ich habe schon gestrickt auch Ärmel. Eine ich habe gestrickt, schauen Sie, ich habe auch Falten hier gemacht und dann genäht. Weil Sie wissen auch, das geht so bei Polo, ist normalerweise, oder Sie können auch andere Seite machen, so schön. Ich habe gestrickt so, dass innere Seite dann falten. Und ich habe auch unten gleiche gemacht, wie wir stricken einfach mit rechts glatt und dann, wenn wir entscheiden, schon ist genug bei uns, ist genug Länge, dann wir stricken eine Runde mit linken Maschen, dann ist es mir einfacher zum Falten und dann wir stricken, zum Beispiel ich habe hier gestrickt noch 5 Runden mit rechter, wieder rechte Maschen, ja, 5 Runden rechts glatt und dann ich habe alle Maschen zugemacht und später ich wollte nur zeigen, drum ich lasse so, ich werde dann alles nähen und wir bekommen solche Rand, so wird unsere beendete Teil und bei Ärmel ist gleiche, ich habe gestrickt 6
Reihe hin und her, so mit rechts glatt, und dann ich habe auch eine Reihe mit linke Maschen gestrickt und noch vier Reihe mit rechter Maschen und alles abketten. Und dann ich werde auch wieder zum erst muss man hier nähen, so falten und nähen, und danach ich würde zusammen ganze Ärmel so hier nähen. Das war's, was ich wollte sagen. Und jetzt wir stricken weiter unsere Krage. Zum erst wir haben alle Maschen mit Stricknadel mit einer Größe weniger anziehen, wieder zurück an unsere Stricknadel, wie ich habe gesagt, ich habe gestrickt mit Nummer 4 ganze Körperteil, und jetzt ich habe Nummer 3 und ich würde stricken Krage. Zum erst wir stricken das Krage, ja, habe alle Hilfefaden, ich habe weggemacht, und jetzt ich stricke, hole Faden und stricke. So, erste Masche. Muss man hier schauen. So. Wir stricken so, meine Liebe. Erste Masche, dann, das ist Randmasche, dann wir stricken eine rechte Masche und machen wir Umschlag. Wir müssen verdoppelt unsere Maschen. Machen wir Umschlag, dann wieder rechte Masche wie anziehen an rechter Seite so, ja? Schauen Sie, anziehen und stricken. Dann wieder Umschlag und nächste rechte Masche, Umschlag, rechte Masche, Umschlag, rechte Masche, Umschlag. Und so bis Ende diese Reihe. Eine rechte wir stricken, dann machen wir Umschlag. Eine rechte stricken, machen wir Umschlag. Und so wie verdoppelt unsere Maschen. Ich zeige warum und erzähle weiter. Am Ende, schauen Sie, ich habe eine rechte Umschlag. Und dann am Ende, wir haben Randmasche, wir stricken einfach mit rechter Masche, Ende. Jetzt wir drehen an linke Seite unsere Arbeit um und stricken wir erste Masche, wir stricken nicht. Jetzt schauen Sie, Umschlag, wir stricken als linke Masche. Moment, ne? Ach, als rechte Masche. Es tut mir leid, das ist rechte Masche. So, wir stricken als, weil wir sind an linke Seite. Wir stricken als rechte Masche, dann wir haben linke Masche, wir stricken nicht. Einfach Faden bevor Masche und anziehen an rechter Seite. Dann wieder rechte Masche von Umschlag wir stricken, linke zusammen mit Faden anziehen an rechter Seite. Dann wieder wir stricken rechte Masche, linke anziehen, Faden ist bevor Masche. Dann wir stricken weiter. Rechte stricken, linke. Rechte stricken, linke anziehen ohne stricken. Rechte stricken, linke anziehen ohne stricken. So bis Ende diese Reihe. Wir sind an rechter Seite und jetzt wir machen gleiche. Schauen Sie. Wieder. Rechte wir stricken und linke stricken nicht. Rechte wir stricken, linke stricken nicht. Rechte stricken, linke nicht. So stricken wir weiter. Und dann stricken wir noch gleiche. Bei linker Seite und dann bei rechter Seite wieder noch zwei Reihen.
So, diese Reihe bis Ende und dann wieder noch zwei Reihen und dann wir treffen uns schon an linke Seite. Ich sage, was wir machen weiter. Wir haben gestrickt doppelte Rippenmuster. Schauen Sie, wie das schaut. An linke Seite, an rechte Seite. Und jetzt, wir stricken alle Maschen so zusammen. Wir kommen zurück zu unseren 72 Maschen. So, wir stricken alle Maschen mit rechter Maschen. Das an rechter Seite, wir haben linke Maschen. Okay? Alle Maschen zusammen. So, erste Masche ist unsere Randmasche. Und dann wir stricken einfach zwei Maschen zusammen. Zwei Maschen zusammen mit rechter Masche. So, dass an linker Seite wir haben, an rechter Seite wir haben solche Streifen mit linken Maschen. Und danach wir stricken schon weiter. Wir stricken Krage, ich zeige auch. So, einfach alle Maschen zusammen. So, wir hatten doppelt gemacht, ja, zum ersten, dann gestrickt, doppelte Rippenmuster. Und jetzt, wir kommen zurück zu unserem Anfang, zu 72 Maschen, so wie wir hatten. Okay? Stricken Sie weiter alleine so. Ich habe gestrickt, schauen Sie. Schön. Jetzt wir stricken weiter Krage. Krage wird 4, maximum 5 cm. Wir stricken an rechter Seite, vergessen Sie bitte nicht, wir stricken linke Maschen. An linke Seite wir stricken rechte Maschen, weil wenn wir so falten unsere Krage, dann linke Seite geht an rechter Seite. Verstehen Sie? Das wird so. Und dann, wenn wir stricken hier linke Maschen, das wird linke Seite. So, das muss sein an linke Seite rechte Maschen. An rechter Seite linke Maschen. So, stricken Sie bitte weiter alleine. Das ist nicht schwer. Ist einfach, Sie stricken gerade. So, Sie stricken gerade jetzt Krage 4 cm hoch und dann alle Maschen abketten. Und unsere Polo ist neben fertig. Dann einfach, wir stricken kleine, so Sie entscheiden, wie groß wollen Sie eine Tasche, weil bei Polo das muss auch eine kleine Tasche sein. Dann stricken Sie einfach eine kleine Quadrat, so zum Beispiel 5 cm auf 5 cm, solche kleine Quadrat und nähen Sie auch auf Ihre Polo. Und dann ist Polo schon fertig. Natürlich, wenn Sie haben welche Fragen, dann schreiben Sie mir unten bei Kommentar, sonst diese Polo, ich habe alles erzählt. Wichtigste ist natürlich Krage, wie ich habe gesagt, einfach gerade, Sie stricken jetzt diesen Moment, was ich habe jetzt gezeigt, mit doppelte Rippenmuster, das war wichtigste Moment. Und dann alle anderen, ich habe schon erzählt. So stricken Sie bitte weiter mit Freude. Ihre Strickmama. Tschüss.